Audio DAO Original. Sie hören den original echten Podcast zum Dschungelcamp. Der weiße Hummer hummert. Elena turnt gegen Elena. Entschuldigung, turnt gegen Daniela. Entschuldigung, Dani. Und was macht eigentlich Markus? Und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Morning, Kränke. Wie geht es dir? Ach, noch geht's mir ganz gut. Ist immerhin schon 8.51 Uhr in Moor-Willemar. Ja. Es war eine überraschend, so zu aller unserer Freude, kompakte Sendung. Oh, toll. Oder? Ja, es ist immer super. Oh. Ich weiß nicht, hast du dir mal die nächsten Tage angeschaut, wie lange die Sendungen gehen werden? Ich habe mich noch nicht getraut, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt nur. Ich glaube, Montag ist es auch wieder 23.30 Uhr. Dienstag wird wieder länger wohl oder so. Oder umgekehrt. Und dann Mittwoch werden wir wieder von SternTV gerettet. Aber ja, es ist ein bisschen hart. Ja, aber dann geht's ja fast noch. Da waren es jetzt ja bisher nur die Wochenend-Episoden, die ein bisschen länger waren. Ansonsten, was haben wir hier? Moment. Du traust dich jetzt nachzudenken. Morgen ist wieder bis 0 Uhr. Oh Gott, furchtbar. Zwei Stunden. Da kann man nur hoffen, dass da was passiert. Na, hoffentlich. Ja. Wie leiten wir das denn jetzt mal ein? Achso, übrigens, die Aufnahmesituation, wir arbeiten an kontinuierlicher Verbesserung, wollen wir nur sagen. Wir haben weitere Ideen, wie das hier schöner geht. Egal. Soll euch nicht kümmern. Klingt bald hoffentlich nicht mehr so dosenhaft. Bei gleicher für uns Einfachheit in der Benutzbarkeit. Ach, ist egal. Ja. Wie leiten wir über? Lass uns doch einfach über Thema 2 als erstes sprechen. Was ist denn Thema 2? Die Airtime für Toni, Sven und Prinz Damien haben wir uns aufgeschrieben. Ja, die war nötig und ein bisschen breit gestreut, hatte ich den Eindruck. Einfach mal so gemacht. Mal gucken, Ornamente. Was man gefischt hat. Ornamente. Das waren schöne Ornamente an der Hauptstory gerade. Ja, so kann man das nennen. Aber also, das war so Filler, die aber so am Anfang des Camps, an dem wir uns noch befinden, noch okay wirkten, weil sie halt noch dazu dienen, die Charaktere überhaupt zu beschreiben. Ne? Ja. So. Deshalb wirkte das nicht Federplatz, aber trotzdem hatte ich den Eindruck, alle drei blieben ähnlich blass wie zuvor. Ja. Also, Sven, ja, hat sich halt rausgestellt, naja, ist halt Sven Ottke. Da ist jetzt nicht nur so viel Besonderes weiter. Ja, der hat halt sein Hobby zum Beruf gemacht, könnte man sagen. Ja. Und dann war da Prinz Damien, der ausgefragt wurde, weil er mit seinen sehr jungen 29 Jahren wohl bisher nur Single war. Aber das Camp war natürlich trotzdem neugierig, ob er schon mal gerammelt hätte. Wie sich da vulgär ausgedrückt wurde. Was er nicht dementierte. Zumindest nicht dementiert hat und daraufhin sich bei seiner Oma entschuldigt. Genau, ja, das war ganz nett. Ja. Ich habe, um das nochmal zu ergänzen, ich habe so ein bisschen Prinz Damien schon so ein bisschen mein kleiner Favorit jetzt gerade. Das ist so ein Sympathieträger, aus meiner Sicht ein Sympathieträger. Ja, wie Joey Heindl, nur nicht so dumm. Richtig. Also man merkt halt, dass er halt so ein bisschen vielleicht so Millennial-Style, Millennial distanziert. Also nach dem Motto, oh, da heult jetzt jemand vor mir. Was mache ich? Was macht eigentlich Joey Heindle? Das weiß ich nicht. Können wir rausfinden bis zur nächsten Saison. Ja, können wir auch gerne kommentieren. Oh, Hausaufgabe für unsere Zuhörerinnen. Oh, ja, genau. So. Findet mal raus, was Joey Heindl gerade macht. Wir müssen am Ende auch noch was mit dem Daumen hoch machen und so. Ja. Okay. Ja, und Toni Trips war dann. Erzählt von ihrer schweren Jugend und wie der sozusagen dem
nicht so sonderlich guten Gesundheitszustand ihrer Mutter und dass sie ja, schwere Jugend und irgendwie Pflegefamilie, bla bla. Ein bisschen, für meinen Geschmack, ein bisschen viel Tränendrüse. Ja, aber das wirkt im Kontrast zu Daniela dann doch irgendwie... Ehrlich, meinst du? Ja, genau. Ja. Also ist das, glaube ich, dieses Camp ist für alle anderen sehr vorteilhaft, weil die Geschichten, die sie so mitbringen oder denen auf dem Herzen liegt, eins von beidem, die wirken gegenüber Daniela einfach in einem... Da kann man was plötzlich dran finden. Das ist so ein bisschen, als hätte man die ganze Zeit Reis und Bohnen also man... Das ist einfach ehrlich, jetzt plötzlich. Ja, stimmt, man isst so 2 Wochen Reis und Bohnen. Ja. Und auf einmal kommt jemand irgendwie mit so McDonald's Hamburger um die Ecke, wo man sich normalerweise denkt, so, boah, pff, zum Sattwerden ist okay, aber ist jetzt nicht so super. Gab's doch auch schon. Und irgendjemand hat doch nach dem Auszug bei Mc's gehalten. Das war so Product Placement. Das war halt so irgendein Kandidat ohne Eigenschaften, genau, wo man nicht wusste, was man mit dem macht. Da hat man den einfach zu McDonald's geschickt. Das weiß ich nicht mehr. Müsste man nachgucken. Auch Hausaufgabe hier. Genau. Schaut euch mal die letzten 4 Staffeln an und findet mal raus, wer bei McDonald's war. Mc's, dann hatten wir das mit den Bananen, hatten wir auch mal. Ja. Und natürlich... das war Ricky. Daran erinnere ich mich noch. Aber du vergisst ja den Klassiker. Der Tankstellenschinken. Aber wer war das denn nochmal? Die sind ja zur Tankstelle gefahren und haben sich irgendwie Schinken nur gekauft. Ja. War das Mola? Nee, das war nicht Mola, aber es war irgendwie 12. Staffel, 2 Jahre her. Keine Ahnung. Ja. Wir müssen jetzt aber schon nochmal über RTL reden. Ja. Und zwar RTL. Erst. RTL beklaut uns seit Jahren. Genau, RTL uns beklaut uns seit Jahren. Erst unsere Theorien, jetzt haben sie ja wieder schon verraten oder offensichtlich gemacht, was wir gestern schon gesagt haben über Daniela, hat dann die Ziegloh nochmal ausgeplappert. Dann beklauen sie uns eigentlich jedes Jahr mit unserer Lebenszeit und zu allerletzt klauen sie uns jetzt die Idee hier. So. Denn? RTL hat einen offiziellen Podcast im Dschungelcamp gestartet. Ich habe das erst nicht mitbekommen. Na, ich schon, ich wollte es eigentlich ignorieren, aber da du so herrlich im empört schienst, habe ich gedacht, reden wir einfach mal drüber. Hast du da mal reingehört? Ja, ich habe da reingehört. Da sitzen. Oh Gott. Ja, also, sonst würde ich ja die Referenz hier mit dem Audiologo nicht wissen. Welches Audiologo? Das, ja. Und es ist so 20 Minuten. Da sitzen 2 Leute. Nein. Und die erzählen das Dschungelcamp nach und geben ihre Analyse dazu ab. Ach Quatsch. Ja, es ist eine Moderatorin und ein Moderator, einer dieser RTL-Redakteure, der immer schon so rumlungert im Umfeld und dann irgendeine Moderatorin. Ich habe die Namen gerade nicht im Kopf, entschuldigt. Das Ganze ist auch, die nennen das Podcast, aber es gibt es halt nur auf deren exklusive Audio-Plattform. Also das kann man gar nicht abonnieren so richtig. Aber dann ist ja auch kein richtiger Podcast. Nee, ist aber umsonst dafür. Ja. Ziemlich umsonst. Aber ziemlich, komplett umsonst. Ja. Uns gibt es ja frei abonnierbar überall mit jedem Podcast-Client der Welt, den man haben will, und bei Spotify. Ja, genau. Für die sich geißeln möchten. Genau, also ihr müsst hier euch keinen Zugang legen zu AudioDAO oder so, da wo wir auch ja. Nee, uns gibt's einfach überall so. Ja, lustig. Mal gucken, wollen wir uns noch mal so ein paar Gimmicks ausdenken, die der RTL in die nächsten Jahre kopieren kann? Ja, vielleicht sollten wir einfach eine zusammengeschnittene Folge machen, damit die das auch irgendwann mal kopieren. Ja, ich meine, du musst ja sehen, diese hier, was jetzt auch gerade läuft, ne? Wie ist nochmal die Dschungelshow, Aftershow, Dingsbums? Die Stunde danach. Die Stunde danach. Das haben wir ja auch schon, so mit 4 Leuten. Ne? Vom Fernseher, die dann nochmal drüber sprechen, das haben wir ja auch schon vor Jahren gemacht, auch mit Ralf und Claudia schon. Genau. Wahnsinnig, ewig lange her. Ja. Aber das Faszinierendste dabei ist, RTL hat ja diesen Podcast schon mal in der ersten Folge so angeteasert, was dafür gesorgt hat, dass die Leute halt Dschungelcamp und Podcast gesucht haben und uns gefunden haben. Hallo. sag mal, verdienen wir eigentlich irgendwie
Geld. Verkaufen wir echt Werbung oder so? Nee, Google, ich habe mir immer gehofft, dass Balsen uns irgendwann nochmal sponsort. Aber ja, nachdem sie das Dschungelcamp nicht mehr sponsern und sie rausgestellt haben, dass es Nazi-Kekse sind. Ja, Moment mal. Die haben aber ihre Zwangsarbeiter immer gut behandelt, Dennis. Ja, total. Oh Gott. Ja, gibt's nicht was anderes? Gibt's nicht eine andere hier? Was ist, ach, Stork. Ich finde, wir sollten uns von Stork sponsern lassen. Worauf hast du denn Bock auf so hier, nimm zwei, oder was? Ja, nein, Stork. Erstens ist Stork auch ein gutes deutsches Unternehmen, glaube ich zumindest. Lass es mal schnell googeln, bevor wir jetzt Scheiße erzählen. Ja, vor allem wahrscheinlich ist es so ein gutes deutsches Unternehmen, wo du auf deren Webseite gehst, unter Geschichte, und dann steht da so, ja, gegründet 1902, und dann 19... Arisiert. Nein, und dann steht dann so, ja, 1920, schwere Zeit, haha, und dann 1945, Wiederaufbau der Fabrik. Und du denkst dir so, was ist da vorher passiert? Gründung 1903, tatsächlich, ja. Ja, siehste? So, die Zeit zwischen den Weltkriegen, so, Umzug nach Halle. 1950, was? Ja, diese Vogelchroniken hören plötzlich 33 auf und fangen 45 erst wieder an. Es ist so, immer wieder... 21 ging die Leitung des Unternehmens an Hugo Oberwelland, den jüngsten Sohn des mittlerweile erkrankten Gründers. 1934 kamen die Einpfennigriesen auf den Markt. So. Bis zum Jahr 1937 war die Zahl der Mitarbeiter auf 71 gestiegen. 38 eröffnete in Schöttmar die erste Zweigstelle. Weitere Investitionen erfolgten erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Siehst du? Was ist dazwischen? Aber das? Naja, weitere Investitionen. Also sonst haben die so lange halt bis mit 71 Leuten weitergearbeitet. Nein. Ich glaube, die haben geschrieben, dass sie 37, 81 Leute hatten. Was war dann 38? Ne, da gab es aber keine weiteren Investitionen. Die gab es erst nach Kriegsende. Ach so. Aber heißt denn nicht... Vielleicht musste man da investieren, weil man ja die ganze Zeit irgendwie... Weiß ich jetzt nicht. Kann sein. Ist jetzt, weiß ich nicht. Aber das ist ein toller Familienspaß, einfach Firmenchroniken lesen, so offizielle. Da ist man immer wieder, denkt sich so, ah, okay. Also, was ich sagen möchte, ja, Balsen, Pickup, schön und gut. Und wir sind ja auch bekanntermaßen schon seit Jahren große Verfechter und Fans der Bruchware. Ja. Ja? So, Pickup, Bruchware, immer gern gesehen. Ich habe jetzt neulich auch bei Kaufland entdeckt, es gibt auch Schnitzelbruch. Ja. Schnitzelbruch vom Schwein. Wird schön unterdings ist Bruchstücke vom Schweineschnitzel, würzig paniert, vorgegart, tiefgefroren. Und hat, richtig geil, ein selbst ausgedachtes Label drauf. Es nennt sich Clean Label. Ja. 100% natürliche Qualität. Das war einfach die geilste Packung, die ich je gesehen habe. So, wo war ich stehen geblieben? Also, Basel schön und gut. Ich bin für Stork. Gutes deutsches Unternehmen, sag ich jetzt einfach mal so. Gutes deutsches Unternehmen. Und was die, aber muss ich schon sagen, die machen geile Scheiße. Die machen Riesen, die machen Knoppers. Ja? Alles zwei nicht ist vegan. Alles zwei nicht ist, glaube ich, vegan. Jetzt scheiß doch mal kurz darauf und denk mal, jetzt unterteil mal einfach nur in geil und nicht geil. So, ja, da ist Knoppers, natürlich. Geil. Knoppers? Geil. Ja, so, guck. Riesen? Geil. So, nimm zwei. Nein, okay. Nee, kommt drauf an. Die normalen nimm zwei sind gut. Dieses Milchzeug ist eklig. Habe ich gehört. Habe ich noch nie gehabt. Das Milchzeug, das ist auch für mich nicht original. Das ist genauso wie, keine Ahnung, das neue Kinderriegelkind oder so. Aber sag doch jetzt ein bisschen, also ich hatte schon die Sorge, dass du gleich Knoppersriegel sagst. Knoppersriegel ist wohl wirklich die beste Erfindung seit der Atombombe. Nee, Entschuldigung. Also, Knoppersriegel geht gar nicht. Was? Nein, geht gar nicht. Ist einfach scheiße. Brauchen wir nicht länger also, reden. Sorry, da hast du damit den kompletten deutschen Rap gegen dich aufgebracht. Ja, der deutsche Rap kann mich mal. Hier, pass auf. Super Dickmanns. Ja? Ja. Toffifee. Ja, Toffifee ist episch. Also. Und Werthers Original? Fragwürdig. Genauso wie Capri Sun. Das heißt, bei mir heißt es immer noch Werthers Echte. Ja. Bei mir heißt es Werthers Echte und Capri Sonne. Ja. So. Und, och, das wusste ich gar nicht. Moser Rot. Was ist also das? Quasi die Eigenmarke von, also so eine hier Vertriebsmarke von Aldi. Ach, die ist auch von Stoff. Ja. Verwundert nicht. Das schmeckt nämlich gar nicht schlecht, die Schokolade. So. Jetzt haben wir genug Werbung gemacht für umsonst. Wie Idioten. Immer das Gleiche.
Jedenfalls, also nächstes Jahr nach Balsen, was Leibniz gesagt, nach Balsen Sponsoring kann dann, also nachdem wir das so abgefeiert haben, nächstes Jahr der RTL auch mit Stork so ein Werbedeal abschließen fürs nächste Camp. Also, wir pushen das Ding hier weiter nach vorne, das ist unser großes Versprechen. Wir denken uns immer neue Sachen aus, die der RTL dann von uns klauen kann. Das ist eigentlich das, was wir sagen wollen, oder? Und das Schlimmste ist ja, zum Ende hin, zwischen dem Podcast haben die zwei Nasen nach Australien fliegen lassen. Man sieht da nichts von dem Australien in dem Podcast. Aber sie sind trotzdem da. Und man hört auch nichts. Hier, Moment mal. Dennis, wir sind doch auch in Australien. Ah, okay. Aber halt auf eigene Kosten. Ja, das stimmt. Ne? Dass man die Tiere gerade nicht hört, liegt einfach nur daran, dass sie nicht mehr gibt. Aber hey. Nein, wir sind einfach natürlich in einem Studio, deshalb ist die Aufnahmequalität auch so gut und gleichmäßig verteilt. Ja, du sitzt nur dummerweise in der halligen Ecke. Ja, genau. Ah. Und das die Latenz kommt daher, dass die Kabel so lang sind, weil wir so ein großes Hotelzimmer haben. Ja. Ach, jetzt sind wir im Hotelzimmer. Ja, wir sind doch in Australien, Dennis. Ja. Ach so, Studio, habe ich gesagt, ne? Ja. Ja, wir sind so gut in Geschichten erzählen wie Dani Büchner, wa? Hier, goldene Moderationsbrücke. So. Sehr gut. Auch wichtig, an der goldenen Moderationsbrücke ist auch immer die zu erwähnen, dass es eine goldene Moderationsbrücke war. Das ist allerwichtigste daran. Erzähl mal, was meinst du denn damit? Naja, wir haben die große Dani-Show gesehen wieder. Ja. Ja. Sie trat an zur Dschungelprüfung mit dem Namen, hab's gerade vor der Nase gehabt, es war der Name das Albtraumschiff. Das war ein großer Streichelzoo, es war ein Witz von einer Dschungelprüfung. RTL sollte sich schämen, uns sowas Billiges vorzusetzen. Absolut. Und darin ging es darum, es war so ein Schiffnachbau, da waren dann halt verschiedene Tiere. Und da musste man halt irgendwo reingreifen oder reinkriechen und dann gab es Sterne und wohl die Krönung und das Besondere waren halt zwei Kamele. Waren das denn überhaupt zwei Kamele? Wie viele Höcker hatten die denn? Das, ehrlich gesagt, habe ich mir das nicht angeschaut. Okay. Also ist schon angeschaut, aber ich habe nicht drauf geachtet, das wollte ich sagen. Dementsprechend war das eine ziemlich langweilige Prüfung, wo es Dani noch geschafft hat, Daniela, es nochmal geschafft, das nochmal halt wirklich zäher zu machen, diese 11 Minuten, die, glaube ich, in Slow Motion Echtzeit ausgestrahlt wurden. Das war wirklich eine einfache Prüfung, muss man sagen. Ja. Die war nicht schwer, die war auch nicht schlimm eklig, obwohl sie sehr, sehr stark natürlich da später von, also ich sag mal, übertrieben. Also ja. Fast, das reicht eigentlich gar nicht, um zu beschreiben, was sie getan hat. Sind ihre Heldensaga da schon stark ausgeschmückt. Ja, sie hat 4 Sterne geholt. Ja. Von 11 möglichen. Ja. Was ein wenig traurig ist, ehrlich gesagt. Weil man hätte einfach nur, also es waren 11 Minuten Zeit, man hätte da echt in wahrscheinlich der Hälfte der Zeit einfach durchmachen können. Interessant, sie hat am Anfang noch versucht, wieder ein bisschen zu Thema zu setzen, zu beeinflussen, ihre Außendarstellung. Ganz klar gesagt, ja, ich habe es halt gestern verkackt, also das muss man schon sagen. Versucht wieder sozusagen Naja, sie versucht die ganze Zeit die vierte Wand zu durchbrechen. Ja. Aber was sie halt dabei voll macht, ist halt einfach mit so einem Vorschlaghammer die zu durchbrechen. Das ist halt einfach sehr plump, dieser Versuch, quasi die eigene Erzählung zu gleiten. Also ja, genau. Das sind zwei verschiedene Dinge. Vierte Wand durchbrechen, ja, das stimmt, aber das Zweite, was du gesagt hast, das wollte ich ein, darauf wollte ich hinaus. Ja. Dass sie versucht, ihre eigene Erzählung zu bestimmen. Ja. Genau. Ja. Und das hat dann. Da war der Anfang noch halbwegs okay, wenn auch genauso durchsichtig wie alles andere, was sie bisher gemacht hat, fand ich. Aber danach wurde es halt immer übertriebener und dann ist sie das auch immer mehr entglitten. Alleine das mit dem mit der Dani-Show und dem hey, ab morgen geht's dann ja weiter und sowas. Klar, war natürlich auch entsprechend zusammengeschnitten vom RTL. Ja. Aber
ihr ist es halt auch während der Prüfung ganz ein bisschen entglitten, weil sie nicht mehr so abgebrüht war wie noch vor der Prüfung. Also das kann sie anscheinend echt nicht gut. Und ich finde es ein bisschen blöde leider, dass sie jetzt auch schon wieder in die nächste Prüfung gewählt worden ist. Ja, da habe ich die Hoffnung, dass sie eigentlich nur auf Platz 2 war. Und ja, Dennis, ich weiß nicht, ich glaube, da musst du nicht, da musst du nichts vormachen. Sind wir nicht alle Künstler halt, im Jahr 2020? Nee, ja, wir schon, Dennis, wir natürlich schon, aber der Rest des RTL-Zuschauerpöbels auch nicht. Ich meine, die gucken jetzt halt auch freiwillig Micky Krause und hier, ne, Melanie Müller zu. Ja, das stimmt. Ja, und dann kam sie halt ins Camp zurück und hat dann wieder... Stopp, ein Spitzengag von Sonja Kraus haben wir noch. Sonja Kraus. Oh Gott, ich muss ins Bett. Sonja Zietlow gab es noch, die so ein bisschen bei der Beratung, was denn jetzt zu tun sei, noch erwähnte, ich bin doch nicht die Knotenfrau. Ja, das war sehr schön. Ja. Gut. Wobei der Hartwig hat dann am Ende noch gesagt, er sei der Quoten, der Knotendicke. Das war eine gute. Ja. Ja, der hat's weitergeführt. Ja, egal. Okay, war nicht schlecht. Also 4 Sterne, sie kommt zurück. Genau, und da macht sie halt, oh ja, ich hab's dann, und dann großes Theater. Und dann hat RTL einfach knallhart die Interviews reingeschnitten, nach dem Motto, boah, geht die uns auf die Nerven. Dieses aufgeplusterte. Und das war alles nicht so, also, das ist, also, nicht nur bei uns wirkt das komisch, es wirkt auch im Camp komisch und alle realisieren das. Das ist einfach ganz schön eigentlich, zu wissen, dass man da bestätigt sich fühlt oder so. Ja, die Geschichte, die sie erzählt hat, war ja auch wohl so übertrieben, dass einige auch schon direkt gemerkt haben, Moment mal, na, irgendwas kann da nicht stimmen. Sicherlich wird da auch wieder im Dschungeltelefon von den RTL-Redakteuren einiges... sag ich mal, ins rechte Licht gerückt zu werden versucht, gehätten worden sein. Ja, vermutlich. Aber die merken es ja schon irgendwie ein bisschen. Das ist schon ganz nett. Ob das am Ende lange trägt, wenn man so eine Alle-gegen-einen-Stimmung hat, die sich ja gerade so ein bisschen herausbildet, weiß ich nicht. Na, glaubst du, gibt es die schon? Ich glaube, die bisherige Stimmung ist eher so ein, okay, die spielt halt hier und dann hahaha. Und also es ist jetzt kein Gegen, sondern ein okay, die spielt jetzt hier rum, also muss ich mich einfach nur darauf vorbereiten, dass alles, was ich mit ihr interagiere, ist halt, unterliegt dieser Spieltheorie, die sie da, unterliegt der Spieltheorie. Und, also eher, dass weniger, also kein Gegner, sondern so ein Abgrenzungstum dann passieren wird. Also sie wird sich einfach selber isolieren dadurch. Nee, ich habe schon den Eindruck, dass, genau, sie isoliert sich und ich habe schon den Eindruck, dass sie alle genervt sind von ihr. Okay. Elena hat ja auch dann irgendwie den Turn vollzogen gegen sie, ne? Ja. Da ging es dann aber um, und wir leiten jetzt mal so galant über zum Weißen Hammer, da ging es wieder um die Wendlerin-Ex und um die ganzen Umstände der Trennung mit der Wendlerin und was hat es denn jetzt sozusagen ihre Nachfolge durch die Kindsbraut auf sie und so weiter und so fort. All die Sachen spielen eine Rolle und Elena hat so Andeutungen gemacht und die Wendlerin-Ex hat dann auch zugegeben, wir waren getrennt und dann kam Laura, also irgendwas war da vorher, wir hatten eine Krise, hat sie gesagt, irgendwas war vorher da, das hat sie damit ja halt bestätigt. Und dann hat Dani, während die alle um das Camp, Feuer ist es ja nicht, aber um dieses... Um den Camping-Toaster. Um den Toaster herumsaßen, der hat gesagt, naja, gut, das gehört jetzt aber nicht hier für alle Leute hin. Und da hat Elena gesagt, ja, mit mir lästert sie noch, aber dann bremst sie mich ein und das fand sie falsch und dann ist sie gegen sie geturnt. Vor allem, das Beste ist, RTL hat es einfach noch dazwischen geschnitten. Sie hat es einfach noch, also RTL hat es einfach noch bestätigt. Das ist einfach das Schönste daran. Ja, weiß ich nicht. Also, natürlich war das so, das stimmt schon. Ich fand es aber trotzdem übertrieben. Wenn es so war, wie es uns zurechtgeschnitten wurde. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Man kann ja mal so untereinander was miteinander besprechen, aber man muss es ja nicht notwendigerweise in so einem Riesenrahmen ausbereiten, zumal wenn die andere Person noch dabei sitzt und jetzt nicht aussuchen kann,
ob das gerade thematisiert wird oder nicht, sondern es wird ihr vorgeworfen, alle anderen müssen zuhören und sie muss sich jetzt dazu verhalten, mit sie jetzt gemeint, die Wendlerin-Ex, weißt du? Ja. Da kann ich schon verstehen, dass auch wenn man nicht auf ihrer Seite ist, inhaltlich, weil man auch irgendwas gehört hat oder keine Ahnung was, man trotzdem sagt, Moment mal, das muss jetzt aber hier nicht ausgetreten werden. Das finde ich, das fand ich gar nicht schlimm. Das war noch eher der menschlichste Akt in dieser ganzen, ja, wie auch immer man das nennen soll. Posse. So, ja, Posse. Danke. Posse ist das richtige Wort dafür. Ja, du magst vielleicht recht haben. War halt trotzdem, ja, jedenfalls hat dann Elena... Vanessa Schmidt ist übrigens gerade im Fernsehen. Vanessa Schmidt, die Freundin von Raul Richter, und die war übrigens 2017 Miss Tuning. Moment, wo wurde sie dann tiefer gelegt? Igitt. Vielleicht hat sie auch dickere Schluffen bekommen. Bitte nutzt diese Dating-Sprüche niemals. Niemals im echten Leben. Oh, ich habe aber doch einen passenden zu den Kamelen. Rallye-Streifen? Nee, Dating-Sprüche. Ja. Und zwar, hier, ist das Kamelfell? Man sieht noch die zwei Hocker. Mega. Ich wurde heute gefragt, von mehr oder weniger, ich sag im weitesten Sinne, Blutsverwandten von mir, warum nimmt man Ketchup mit aufs Klo? Weiß ich nicht. Damit die Wurst besser schmeckt. Bon Appetit, würde also ich sagen. Also da habe ich gedacht, den Witz habe ich vor 25 Jahren genauso gemacht. Ah, verstehe. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Elena. Ja. Und jetzt habe ich ehrlich gesagt meinen Punkt vergessen. Das ist ja auch egal. Ja, ja. Was ich eigentlich nur sagen wollte, war, dass halt Elena, da war er gerade, jetzt ist er wieder weg. Sie hat noch gesagt, dass sie, dass in den kommenden Tagen, wenn sie ihr Maul aufreißt in den kommenden Tagen, dann werden sie es schon sehen. Das heißt, dieser weiße Hammer dreht noch ein paar Runden durchs Camp. Wee, wee, wee. An dieser Stelle möchte ich nochmal, wir haben das gestern in den Shownotes verlinkt und werden das jetzt, also in der letzten Folge, die ja auch quasi heute war, also mehr oder weniger, jetzt in dieser Folge nochmal in den Shownotes verlinkt, The White Hammer Angle aus der WCW, ist es viel abstruser, als ich noch das aus der Erinnerung geschildert habe in der letzten Folge. Viel, viel abstruser, die ganze Nummer. Kann man sich da zusammengefasst ganz kurz durchlesen. Sehr interessant. Ne, Dennis, war doch schön, oder? Ja, war schön. Das war schon lustig. Das muss man sich, glaube ich, vielleicht gibt es auf YouTube so eine Zusammenfassung davon nochmal als so Video. Müssen wir mal gucken. Ja. Das finde ich. Schauen wir mal. Das Ganze, bei der ganzen jetzt hier, bei dieser, in diesem Dreieck, Daniela, Elena, war jetzt bisher Claudia, hat sich jetzt noch, glaube ich, am meisten zurückgehalten und hat einfach sich entschieden, ist jetzt nichts hier zu gewinnen, wenn ich dieses Mund aufreiße, sondern versuche mich einfach zurückzuhalten und, also wenn sie es erzählen möchte, dann wird sie es in anderer Gelegenheit erzählen, wenn überhaupt. Aber es wirkte jetzt nicht so, dass sie jetzt das innigste Bedürfnis hätte, zumindest über die Kindsbraut schlecht zu reden. Sondern es war eher so ein... Also sie ist halt wahrscheinlich von der Wendlerin enttäuscht, aber halt die Kindsbraut kann halt nichts dafür. Sie hat nochmal bei der Campwache nochmal... davon berichtet, dass sie dann ja ins Nachbarhaus oder ins Ferienhaus gezogen ist, wenn die beiden da waren und gedreht wurde und sie dann wieder, wenn die in Deutschland waren, wieder zurückgezogen ist zu ihrer Tochter und so. Das ist auch so eine, das ist schon wirklich ein bisschen krankhaft alles. Ja. Naja, wie der Zufall so will, dürfen dann aber Elena und Daniela gemeinsam in die nächste Dschungelprüfung gehen, die da heißt der heiße Stuhl, ein sehr schönes Teekesselchen. Stuhl ist ja sowieso mein Lieblingsteekesselchen, also ein Wort mit hier zwei Bedeutungen. Obwohl ich eigentlich das Wort Bürostuhl noch schöner finde. Und das Allerschönste ist eigentlich die parlamentarische Bestuhlung. Das hört sich nach einem
sehr weirden Fetischporno an. Also ich sprach jetzt eigentlich nur von Tischanordnung im Raum, aber gut. Okay. Ja, da müssen jetzt Elena und Daniela zusammen rein. Stellt sich ja die Frage, Dennis, meinst du, die schauen beim RTL, wer ganz vorne ist und suchen dann, wenn es gerade in die Dramaturgie passt, eine Dschungelprüfung raus, die eben so schön passt für die ersten beiden? Also will sagen, wäre auf Nummer 2 Markus gewesen, meinst du, dann wären trotzdem 2 Leute in die Dschungelprüfung gegangen? Oder aber hätte man dann irgendwas anderes gegeben? Ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, welcher Vorbereitungsaufwand dafür notwendig ist. Und die Sache ist ja, die zeichnen ja die Dschungelprüfung quasi eine halbe Stunde nach der Verkündung auf. Also das muss ja auch noch genug Zeit sein, um das zu realisieren und so. Deswegen würde ich da jetzt davon nicht ausgehen, sondern dass die Prüfung mehr oder weniger feststeht. Ja, vielleicht haben sie 2 zur Auswahl, aber ich würde im Prinzip sagen, dass das dann schon eigentlich gesetzt ist, die Nummer. Schon lange. Also bevor die Live-Sendung losgeht, ist schon die Dschungelprüfung festgelegt. Ja, ja, nee, aber ich meine, genau, ich meine jetzt nicht so, dass die jetzt einfach sagen, ja gut, wir haben jetzt hier im Köcher noch 16 Stück, wir nehmen jetzt die, sondern dass die halt schon so 2, 3 vorbereiten, wäre jetzt auch schon mein Gedanke gewesen, dann einfach eine nehmen, die gerade am besten passt. Naja, aber wie willst du denn so viel, also da musst du ja, manche Sachen musst du ja parat haben. Also so Kamele zum Beispiel, die kannst du auch nicht so wie 3 ja, Tage lang. Ja, das ist klar. Überall da, wo es halt irgendwie um so einen Quatsch geht, ist klar. Aber der heiße Stuhl, das haben die ja auch schon ganz gut noch fabuliert. Das klingt ja so nach einem Quiz oder so. Also irgendjemand sagt was in der Fallschicht, dann gibt es halt irgendwie, keine Ahnung, Schaben und irgendeinen anderen Quatsch oben auf der Omme. Sowas haben die doch vorrätig. Ja, nee, Schaben haben sie bestimmt. Das haben sie wahrscheinlich gut hinterweise. Das liegt doch irgendwo rum. Ja. Und dann hast du doch bestimmt noch 1, 2... von diesen lustigen wir laufen über irgendwelche Brücken und dürfen nicht ins Wasser fallen Prüfungen. Die kann man da auch mehr oder weniger immer einfach an den Start bringen, oder? Ich kommt einfach, glaube ich, an auf der Crew-Aufwand, der dahinter steht, weil du brauchst wahrscheinlich dann Sicherungspersonal und so Gedöns. Ja, das stimmt. Deswegen, ich würde mal vermuten, dass sie eher die Prüfungen so, also anhand der bisherigen Sendung festlegen, also am nächsten Tag. Also sie schauen sich an, was so passiert, um so ein bisschen da... Aber ehrlich gesagt, so wie die Prüfungen bisher waren, ist das komplett kontextlos alles. Es ist ja auch... Also ich würde da vielleicht einfach nicht zu viel reinspekulieren. Ja, lass mir das auch mal sein. Okay. Schon wieder eine halbe Stunde. Ja, dann lass mal den Sack hier zumachen. Das dauert viel zu lange. Unsere Zeit ist viel zu kostbar, Dennis. Wir haben so viele wichtige Dinge zu tun. In der Tat. So, lieber RTL, viel Spaß beim Kopieren. Wir sagen... Wir denken uns noch was aus fürs nächste Jahr. Versprochen, ja. Hoch und heilig. Dann könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr haben wollt. Wir haben übrigens auch so ein bisschen Social-Media-Quatsch. Twitter benutzen wir tatsächlich noch. Ja, Dschungelpot, ja. @Dschungelpot. @Dschungelpot, genau. Dann sind wir bei Instagram. Ja, und da ist es @Dschungelpodcast. @Dschungelpodcast. Das ist die. Fratzenbuch ist nicht so relevant. Ja, aber Facebook haben wir auch. Ja. Findet man irgendwie. So. Vielleicht machen wir noch TikTok irgendwann. Ja, mache ich schon. Habe ich schon im Testbetrieb seit 2 Wochen. Aber ich sag nicht, wie der Account heißt. Ja. Und, daher heißt es jetzt, verabschieden wir uns. Ja, genau. Fällt mir was ein? Nee, fällt mir nicht. Das war der original echte Podcast zum Dschungelcamp und wir wünschen einen guten Tag, vermutlich. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Sie hörten ein Audio DAO Original.